Hallo Leute, diesmal wird euch Black Ops 2, das normale Multiplayer-Game, euch vorstellen und wir fangen gleich an. Zunächst, ich muss was an meinen eigenen Klassen-Editor mal kurz was einstellen, weil mir gefällt das eigene Spiele. Also, genau, Klasseneditor. Da meine Revolution-Waffe möchte ich. C auf normal. Keine. Genau. Schnell. Die brauche ich nicht eigentlich zur Revolution-Waffe. Aber die mache ich in DLC Elite Style. Team Deathmatch. Ja. Downhill, das ist eine DLC-Pack-Map, würde ich mal sagen. Und ja. Und es startet. Boah, die Spieler haben manchmal so langsames Internet, es regt mich einfach schon wieder dermaßen auf. Geht doch. Team Deathmatch. Dann haut mal rein. Ich habe gerade so ein Gefühl, ob hier einer kommen würde. Ups, unser eigenen Spawn. Da ist ein Angreifer! Ey, den habe ich ohne Witz jetzt nicht gesehen. Ey, ich mag snipen. Alter, zu zweit auf mich, ich armes Opfer. So geht Quickscoben, würde ich mal sagen. Mit einer Full-Automatik. Ey. Das war jetzt nicht gesehen.
Also das Spiel macht manchmal nur Fun, also ich spiele jetzt auch nicht so oft eher Battlefield 3, weil es geniale Grafik hat. Geschossen. Hab einen erwischt. Ein weiterer Abschuss. Ja, also so oft habe ich das auch nicht gespielt. Also das interessiert mich realität nicht so, aber auf der Xbox ja, zocke ich das schon einige Male. Granate fliegt! Irgendwo habe ich was gehört. Nee, das ist jetzt nicht meine große Waffe. Beim Nachladen! Wir haben den Vorteil verloren. Beeilung! Ein hätte ich noch eine. Feindliche Vorräte unterwegs.
Naja, ein klarer Sieg. Gut gekämpft. Zeit, die Beklagung zu kassieren. Das war mein sozusagen Black Ops 2 Multiplayer Version von 001. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schaltet ein, wenn es wieder heißt Black Ops 2. Bis dann.